Da prasseln, wie gesagt, so viele Fragen auf mich jetzt ein, Ja. von Bröseln, die tausendmal beantwortet sind. Ja, das denke ich Genau. mir. Ja. Und das ist also immer wieder dasselbe. Ich sage, diese Präzision, im Jetzt zu bleiben, ein bisschen sich inspirieren lassen. Wie kann ich die Quelle anzapfen? Ja. Ich habe so viele Beispiele schon gebracht, um was es geht. Und wenn man Ja. jetzt in dem Chat ist, und ich sage immer wieder, wenn du das jetzt hörst, ich spreche immer nur mit dem Geist, der jetzt das Gespräch hört. Das muss ich immer vorneweg stellen, weil das das Wichtigste überhaupt ist. Es geht nicht um Gedanken. Gedanken kannst du nicht retten. Jeden Menschen, den du denkst, ist ein Gedanke von dir. Das So kannst du ist. nochmal tausendmal wiederholen und dann tauchen wieder Brösel in mir auf und stellen wieder Fragen, die ich tausendmal ganz einfach beantwortet habe. Der Beobachter selber, der du bist, dieser reine rote Beobachter bist du erst in dem Moment, wo du schauen kannst, ohne in irgendeiner Weise auf das, was du siehst, werdend oder interpretierend zu reagieren. Ja, genau. Sonst veränderst du ständig deine Informationen und du lässt es nicht fließen. Das reine Fließen lassen, die Informationen kommen und gehen lassen, das Beobachten, beobachten, wie man wertet, wie man interpretiert. Genau. Darum dreht sich letztendlich alles. Ja. Das ist, wenn ich sage, ich erkläre dir, was du bist. Ja. Und dann löst sich die Angst auf. Zuerst einmal muss ich die Angst auflösen, irgendetwas zu verlieren. Das, was du besitzt, ist deine Information. Ja. Und ich spreche es in einem ganz einfachen Deutsch aus. Das, was du besitzt, ist deine Information und die unterliegt von Gedanke zu Gedanke, von Augenblick zu Augenblick, von Moment zu Moment Ja. an der Veränderung. Ja. Was sich dabei nicht verändert, bist du. Genau. Ich könnte jetzt sagen, dein ganzes hier und jetzt ausgedachtes Leben besteht nur aus ständig wechselnden Momenten im Hier und Jetzt. Ja. Und die spannst du jetzt immer wieder gedanklich auf und verstreust die um dich herum. Aber was du dir nicht ausdenkst, existiert auch nicht. So ist. Und wenn du dir es denkst, denkst du es hier und jetzt und jetzt kannst du diese Gedanken um dich herum gedanklich verstreuen. Das war gestern, das werde ich morgen tun. Du Ja. wirst morgen nichts tun und gestern war nichts. Es ist immer jetzt. Das Ja. ist die Buchmetapher mit den Zeiten, mit den Zahlen, tausende Male wiederholt. Genau. Das nicht zu akzeptieren, ist Geistlosigkeit. Ja. Was dann das nächste ist, wie viele Beweise wollt ihr eigentlich noch? Dass ich sage, jeder Moment, da ist im Hintergrund eine Matrix. Ich kann euch nicht noch mehr Beweise geben. Wenn wir jetzt in den Chat reingehen, rein, was ich jetzt gedacht, wenn man zurückscrollt im Hier und Jetzt, was ich gestern reingestellt habe mit diesem kleinen Film, 1001. Ja. Nur die Szenen, die Lieder, jede Kleinigkeit. Ich sage, jedes einzelne Wort mache ich ja 1000 Seiten Buch draus. Genau. Warum kann ich das? Weil du mich so ausdenkst. Du kannst mich natürlich ausdenken und dir denken, das ist ein Schwätzer, dann schießt du dir aber Eigentor. Im Ja. negativen Sinne. Genau. Ja. Dann lebst du nämlich weiterhin in deiner eigenen Reiche, deiner eigenen Vorstellungswelt. Ja. Das heißt, du läufst in der Sackgasse rein. Das Kann ich ist nur sagen, ich reiche dir die Hand, das ist ein göttliches Geschenk. Und ich ist jetzt nicht das Pixelmännchen und die Lautsprecherstimme oder der Udo, der jetzt nur ein Gedanke in deinem Kopf ist. Es geht nicht um die Gedanken. So ist es. Du musst in die andere Richtung denken. Ja. Und dann erst, wenn man das installiert hat, diese absolute Disziplin im Hier und Jetzt zu bleiben und sich wirklich bewusst zu machen, wie man werdet. Ständig interpretiert. Da schauen wir uns jetzt einmal Kleinigkeiten an. Ich kommentiere jetzt was. Da schalten wir jetzt einmal die Bildschirmübertragung ein. Das ist auch so ein Arte-Film. Da sind zurzeit sehr hochwertige Filme drin. Da geht es um einen Nazi-Jäger, wobei es gar nicht um die Nazis geht. Schlürfe ich genüsslich meinen Baba-Ja-Saft. Baba ist der göttlich, der Gott. Den göttlichen Saft. Aber das wollte ich jetzt eigentlich, was ich jetzt als erstes anschauen wollte, ist einmal hier. Das Video schauen wir nicht an. Du kannst dir das hersuchen, kannst dir das anhören, das ist ja relativ aktuell. Der Wunsch ist das neue Hakenkreuz. Jetzt ist das einmal von vornherein, muss eins klar sein. Mir geht es nur um die Worte, wir wollen jetzt mehr in die Worte gehen. Ich will dann nochmal diskutieren. Ich sage, es ist kein Unterschied, ob du hier linksfaschistisch denkst oder rechtsfaschistisch denkst. Das muss dir klar sein, dass es Gedanken sind.
Ja. Es ist wie eine Gedankenwelle. So ist es. Und die kommen nicht nacheinander und es hat nichts mit Gut und Böse zu tun, sondern das eine bedingt das andere. Ja. Hoch bedingt unten und rechts bedingt links. Was mir jetzt wichtig ist, dass ich immer wieder darauf hinweise, du musst irgendwann mal anfangen, deine Interpretationen zu beobachten. Ja. Das heißt, die Interpretationen deines blauen Ichs. Ja. Genau. Und du sollst dir nur bewusst machen, wo du noch resonierst. Das heißt, wo du innerlich, wenn deine Internetseite in dir auftaucht, ein Zeitungsbericht auftaucht oder irgendein Brösel in dir auftaucht, der irgendwas erzählt, wo du innerlich Beifall klatscht und nickst oder wo du hier entsetzt bist und sagst, das ist alles Lüge, das ist verkehrt. Ich betone nochmal, wenn du extrem Verschwörungstheoretiker seitenorientiert bist, weil dir die logisch erscheinen, das sagt nur was über deinen Schwamminhalt aus, dann wird dir die sogenannte Qualitätspresse als einzige Lüge erscheinen. Und zwar hundertprozentig logisch. Orientierst du dich nur an der Qualitätspresse, dann werden dir die ganzen Verschwörungstheoretiker als Spinner erscheinen. Ja, genau. Das ist einmal das, was ist. Das heißt, hier immer Filmchen reinstellen, wie jetzt das, da stellt keiner was rein. Du musst das doch mal begreifen, von außen kommt sowieso nichts. Wenn was kommt, kommt es von innen. Ja, wenn ja. du träumst. Immer die Metapher des Traums im Hintergrund halten. Genau. Schon das, sich jeden Moment bewusst zu sein, wenn du eine Internetseite anklickst, ist ein Riesenprozess, wo normalerweise vom ersten Mal hören, wenn du das abhakst, dass dir das logisch erscheint, dass du das begriffen hast, hast du es noch nicht verstanden, weil es wird sich immer wieder wiederholen, immer wieder wiederholen. Das ist jetzt natürlich interessant, dass die Welt ja zu dir spricht mit der Vordersprache. Das sind ja die letzten Beispiele, das letzte Video ist ja so unendlich tief. Egal, was in dir auftaucht, ob das Bilder sind, immer, ich sage immer wieder, ein Bild, aus einem Bild kannst du tausende von Worten machen und aus jedem einzelnen Wort tausende von Bildern. Ja. Ich gehe jetzt ganz kurz nochmal auf diese Überschrift ein. Der Mundschuss ist das neue Hakenkreuz. Jetzt kann man natürlich in unsere Archive reingehen, wie ist das eigentlich gemeint? Das ist schlichtweg und einfach, das sind die Mitläufer, das sind die, die sich an der Massenmeinung orientieren. Ich blätter jetzt mal in unseren geistigen Archiven in den Selbstgesprächen zurück oder nach Almena zurück. Ja. Ihre Geschichte erzählt. Es geht jetzt nicht um die Zahlen. Wir denken uns jetzt eine ganz bestimmte Hitler-Vergangenheit aus, nämlich die Hitler-Vergangenheit, die dein momentaner Deutschland-Nachkriegserziehung hergibt. Dein Schwamminhalt, wenn du in Deutschland groß geworden bist, hast du eine gewisse Vorstellung, wie Hitler war. Es gibt auch andere Spuren, wo ich sage, es gibt auch Spuren, wo der Hitler den Krieg gewonnen hat. Wer bestimmt es? Letztendlich du. Ja, ja. Wenn Hitler ein Guter war, dann ist er auch ein Böser. Er ist aber keins von beiden, er ist ein Gedanke von dir, wo du bloß eine Seite anschaust. Ja. Jedes Ding, das du denkst, ist so komplex, das du mal mit unseren 16 Perspektiven. Und dir muss klar sein, du siehst immer bloß eine davon. Du kannst deine Wohnung nicht sehen. Wenn du von deiner Wohnung was siehst, wenn du in der Wohnung drin bist, siehst du höchstens eins der Zimmer in der Wohnung. Und selbst wenn du dich jetzt in ein Zimmer reindenkst, siehst du nicht das Zimmer, sondern du siehst bloß eine Perspektive. Du sitzt im Zentrum des Zimmers und je nachdem, wo du den Blickwinkel hin richtest, siehst du was. Und das, was du siehst, ist nicht das Zimmer. Ja. Ob du jetzt da hinschaust oder da hinschaust oder da hinschaust, die Bilder, die du siehst, sind nicht das Zimmer. Und du sagst, meinetwegen, das ist meine Küche, das ist das Küchenbeispiel. Wenn du diese Beispiele verstanden hast, hast du mit nichts und niemandem mehr ein Problem, was in dir auftaucht. Ja. Weil du weißt, es sind Facetten von Facetten von Facetten. Ja. Und wir wissen ja, dass dieses Wort Facette, jetzt hast du mal mit Face beginnt und das hast Gesicht und jetzt landen wir wieder bei unserem Banim Benim, das ist in deinem Innern. Ja. Wenn man separisiert, Hebräisch schreibt. Genau. Okay, und jetzt komme ich kurz einmal auf unsere Nachkriegserziehung hin. Und da habe ich die Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf, die sind uninteressant, die kannst du recherchieren, wie Hitler das erste Mal gewählt wurde. In Meinungsumfragen, wenn du wirklich in das Volk gegangen bist damals, ich denke mir jetzt ganz bewusst eine Vergangenheit aus, die ja so ist, wie ich sie mir ausdenke und das, was ich mir ausdenke, wiederum habe ich aus vielen Einzelfacetten, die in Form von Schriftstücken, Büchern in mir aufgetaucht sind. Ja, ja. Dann wirst du feststellen, dass in dieser Übergangszeit ganz wenige Menschen fanatische Hitler-Anhänger waren. Man munkelt so um die 12%. Ist natürlich, Zahlen habe ich aus das Buch heraus. Ja. Okay. Zur selben Zeit waren deutlich mehr genauso fanatisch gegen den Hitler. Ich habe 20%. Ja. Das heißt, der Hitler hätte diese Wahl gar nicht gewinnen können. Das Problem ist, dass die fanatischen Hitler-Anhänger brutaler waren und die Leute extrem
unter Druck gesetzt haben. Ja. Was jetzt passiert ist, dass die, weil sie ihre Ruhe haben wollte, sind sie alle in die Partei eingetreten und haben sich dann das kleine Hakenkreuz hingemacht. Und wenn jetzt auf der Arbeit du einen gesehen hast, die Masse und sagt, bist du jetzt auch bei denen? Dann schaut er sein Hakenkreuz an und sagt er, nee, eigentlich nicht. Ich will bloß meine Ruhe haben, ich will keinen Ärger haben auf der Arbeit. Ja. Das ist die Masse. Und genau diese Masse, diese Mitläufer, die eigentlich ihnen nicht einmal, dass sie sagen, die sind dafür oder dagegen, die keine eigene Meinung haben, die haben sich dieser Meinung angeschlossen, weil es eben einfach ist zu leben, wenn man diese Meinung hat. Ja. Das ist jetzt der Mundschutz. Ja. Genau. Das sind wie Hakenkreuze, die sie im Gesicht tragen. Ja. Es ist ein Mitschwimmen in einer Mainstream-Meinung, weil man keinen Ärger handelt. Ja. Wobei das natürlich jetzt wieder eine vollkommen einseitige Aussage ist. Ich sage immer, gibt des Kaisers, was des Kaisers ist. Du wirst nämlich feststellen, wenn du dagegen rebellierst, rebellierst du auch nicht dagegen. Das ist die Sache mit unserem Banker und mit unserem Banker. Das muss das doch mal verstanden sein. Genau. Ich rufe auf zu einer inneren Revolution gegen diesen ganzen einseitigen Glaubenssystem, aber nicht, dass du das nach außen trägst. Weil das Spiel spielst du mit dir alleine. Das ist ein intimes Spiel. Genau. Der Heilungsprozess ist ein inneres Loslassen von seinen Meinungen, ohne die Meinungen, die man vertritt, als Brösel, diese zwanghaften Interpretationen in sich abzustellen. Das widerspricht sich jetzt, merkst du das? Ich Ja. sage, du sollst beobachten, wie einseitig du interpretierst und reagierst. Aber hüte dich davon, dir das jetzt abgewöhnen zu wollen, dann bleibst du nämlich ein blindes Arschloch. Das ist nämlich eine Reaktion auf eine Reaktion. Ja, so ist es Aber ja. den Zustand, wo ich dich hinführe, ist der Frieden, der absolute Frieden. Es ist zu schauen, ohne zu reagieren, zu sehen, was ist. Ja. Aber in jedem Moment, wo was ist, auch wissen, dass die andere Seite genauso richtig ist. Ja. Das heißt, du wirst die ausgedachte Welt nicht verbessern durch Reaktionen im Außen als Brösel, sondern du veränderst sie nur Ja. in eine andere Seite. Ich Weiter. sage immer wieder Evolution, Revolution, das habe ich tausendmal angesprochen in der ganzen Weltgeschichte. Hat noch nie zu einer Verbesserung geführt. Du musst bloß einmal deine Märchengeschichtsbücher, die du als Zeitgeschichte nennst, durchlesen. Ich verweise jetzt wieder, egal, auf die französische Revolution. Ich verweise allen voran die kommunistische Revolution in Russland. Es ist nach der Revolution sind mehr Morde und mehr Grausamkeiten entstanden, die Revolution in der DDR. Es sind dann immer wieder welche oben, die fürs Volk sind und dann doch nicht fürs Volk sind. Dass sich alle nur den eigenen Arsch schmieren. Es ist so unendlich erbärmlich, was ich dir einspiele, ohne diesen Figuren, diese Märchenfiguren, diese Geschichtsprotagonisten irgendetwas vorzuwerfen, weil ich die mir so ausdenke. Genau. Ja. Weißt du, wenn ich lese zum Beispiel in der Zeitung, ich mache immer dran, denke ich spreche jetzt Worte und du machst aus den Worten Vorstellungen. Ich sage nicht, dass das unabhängig von den Gedanken, die du jetzt denkst, existieren würde. Es sind Seinsmöglichkeiten. Ja. Ich glaube, die neuseeländische Präsidentin hat verzichtet freiwillig auf 20% ihres Gehalts. Dann sind Zeitungsartikel, wie das in der Bundesregierung aussieht, so viele Menschen haben jetzt so Riesenverluste, weil sie praktisch eingesperrt sind, weil sie nicht arbeiten dürfen, die Kneipen zumachen müssen, es hängt ja alles zusammen. Wenn man fragt, können die das nicht auch machen? Und dann heißt ja, man zieht in Betracht, weil die sich nämlich wieder Gehaltserhöhung von 2,6% genehmigt haben ab so und so vielen, dass man das für längeren Zeitraum aussetzt. Die Gehaltserhöhung für 2,6%, dass die jetzt nicht wollen, die sie sich selber genehmigt haben, das zieht man in Betracht. Ja. Ich sage, es ist so offensichtlich, aber was die Schwierigkeit ist, du kommst sofort wieder in die Schiene von Ken Ebsen mit KenFM in diese Verschwörungstheoretiker-Schiene. Und dann plapperst du das nach und du verwirklichst das. Du verwirklichst deine Einseitigkeit, die dir dann vollkommen logisch erscheint. Ich sage, was sollte dir denn logisch erscheinen wie deine jetzige Logik? Aber jetzt gehen wir in die Vordersprache, da sieht es natürlich ganz anders aus, weil nämlich jetzt der Mund, die R heißt generiert, geöffnet, erwacht, beziehungsweise der, die Generation. Ja. Ich erkläre jetzt das nicht, dann musst du Vordersprache lernen. Wenn du die Reife nicht hast, dann kannst du das Video jetzt sofort ausschalten. Mund, wissen wir ja, heißt B. Ja. Dasselbe Wort, das hebräische Wort für Mund. Heißt auch hier, alles was passiert, ist hier. Ja. Okay, und dieses hier beinhaltet einen riesengroßen Schutz. Und da kann man natürlich jetzt erst einmal unsere logisch aufgespannte Erscheinung, die geboren wird. Genau. Das ist immer, wie definierst du einen Schutz? Wir schauen uns mal den Schutz ganz kurz an.
Wir können das immer positiv und negativ lesen. Ja. Das kommt von Shit in Beroshit. Das ist eine Unterform. Ich sage immer, Waff und J kannst du fast austauschen. Das heißt, du setzt etwas. Das ist ja eine logisch aufgespannte Erscheinung. Und die setzt du, die stellst du jetzt in dich hinein. Ja. Okay? Mhm. Das heißt, dir auch in einen anderen Zustand versetzen, mit einem B vorne. Ja. Jetzt weißt du, Blut end, Blut überströmt. Jetzt müssen wir natürlich das erste Mal wissen, dass Blut rot geschrieben heißt, in einer Hülle stecken. Genau. Und diese Hülle ist eine Waage, wenn wir das mit Hescham, eine aufgespannte existierende, Entschuldigung, eine wahrgenommene existierende Öffnung, unser ND, AND, wir können da natürlich ein LF draus setzen, dann hast du, ich werde es auf- und abschwingen. Und dieses Auf- und Abschwingen sind deine Gedankenwellen. Ja. Okay, und ja, das ist das neue Haken, hebräisch Haken, wir wissen, Ken ist das Fundament. Basis, ja. Die Basis, das heißt, die Basis ist das Kreuz. Jetzt landen wir wieder in unserem Kreuz. Wenn wir natürlich jetzt das Kreuz machen, wird es sehr interessant. Da gibt es verschiedene Wörter für Kreuz. Ja. Schauen wir uns mal verschiedene Wörter fürs Kreuz an. Das ist jetzt erst einmal Kreuz, nennt man auch beim Menschen die Lenden. Ja. Jetzt ist natürlich schon interessant, dass Le auseinandergeschmissenes ND, die auseinandergeschmissene existierende Öffnung beginnt zu existieren. END, dieses Auf- und Abschwingen der Existenz, okay. Ja. Das sind die Lichtenden. Wir können auch lesen, die Lichtenden. Genau. Okay. Das ist jetzt das einmal, das nennen wir Kreuz. Ja. Diese Unterbedeutungen von Schlangen. Wir müssen jetzt das einmal anschauen, das beginnt nämlich das einmal mit Tod. MT, wissen wir ja, eine gestaltgewordene Erscheinung, wenn wir das rot-blau lesen. Das ja heißt das einmal Tod. MD, gestaltgewordene Erscheinung, ist eine Information. Und bedeutet zum einen total und sterben. Ja. Tode, lateinisch so viele, Gedankenwellen. Ja. Von Geist ausgedachte lebendige Erscheinungen sind tote Gedankenwellen. Ob du jetzt an Menschen denkst, an Bäume denkst, an Wälder, an Tiere denkst, es sind zuerst einmal alles nur Informationen, die in dir zu existieren anfangen, weil du sie denkst. Ja. Okay? Dann als nächstes folgt ja hier, wir schauen es uns nochmal schnell an, heute kommen wir dann noch dazu, weil ich den Brösel nochmal machen will. Was als nächstes ist, ist Niem. Niem, wissen wir, heißt schlafen und etwas vor sich hinträumen. Schauen wir uns das einmal an. NIM, eine existierende intellektuelle Gestaltwerdung. Ja. Schlummern, leicht schlafen. Schlafen. Genau. Das sind die Kapillare, da kommt das Wort kaputt. Und das Wort Kapital hier, ein todbringendes Verbrechen. Ja. Das Kaff. Genau. Die 20. Ja. Ist ja der Fels zu Form werden, zur. Aber du kannst erst Formen annehmen in dem Moment, wo du zu schlafen anfängst. Genau. Das ist nämlich die Grundradix, diese existierende Gestaltwerdung. Hast leicht schlummern, schlafen. Dann ja heißt ja die Existenz des Meeres. Niem. Niem, ja. Das passiert an, wenn ich kaputt gehe. Wenn ich in einen blauen Kopf hineingehe, den ich sage, ich bin ein träumender Geist, dann ist mein roter Kopf kaputt gegangen. Ich war zu einem blauen Kopf und der blaue Kopf ist im Hintergrund ein Intellekt und dehnt seine Divisionen, zerschlagen dann das Ganze in unendlich viele Facetten. Genau, ja. Okay. Blauen das Ebene ist unser Kreuz in Form von Lenden. Jetzt machen wir das Nächste. Ein anderes Wort steckt hier, wenn wir runtergehen, wenn wir ja haben hier das Kreuz, das erste Mal, da kommt jetzt dann hier, da ist unter anderem, siehst du das nur, unter anderem das Kreuz mit drin. Ja. Hier. Das ist aber Rückübersetzung. Aber wir bleiben mal, da haben wir die Grundradix, den Betrüger. Was hier interessant ist, wieso das dazugehört, soll ich dir gleich, den nimm auch einen Hochstapler. Aha. Betrügst du nicht dich selbst, wenn du ständig deine Gedankenwelt über dich drüber legst? Denk an das F-Fundament, Mens, denken heißt Ment, Mendior, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Ja. Das sind doch Hochstapler. Ja, ja, ja. Das sind doch Hochstapler, bist du, wenn du Gedankenwellen in dir auftauchen lässt, über dich drüber legst. Du bist ja immer in der Transversalen drunter. Ja.
Es taucht ja in dir auf und du verstreust es in Raum und Zeit. Genau. Wir dürfen, können, vermögen, werden, überlegen sein. Etwas überlegen heißt immer sich etwas ausdenken. Das Denken. Okay? Mhm. Dann haben wir hier das Kreuz. Können wir jetzt gleich schauen. Z-Waff. Das heißt Befehl. Auf Hebräisch haben wir so oft gesagt. Befehl, zweifeln. Ja. Mhm. Und heißt auch eine Order. Ist ja ein Befehl. Ja. Or heißt erweckt, DR, eine erweckte, geöffnete Berechnung. Ich wiederhole immer dieselben Beispiele. Genau. Und das Wort zu Leb. Mhm. Leb, blau geschrieben, ist das hebräische Wort für Herz und Haaretz wieder hebräisiert, heißt die Erde. Ja. Erde wiederum RD, erweckt das Wissen. Wissen. Mhm. Merkst du das? Ja, ja. Na, alles rund. Die Kreuzigung, da haben wir dann wieder den Betrüger. Das ist immer wieder so eine Sache. Der am Kreuz ist die Frage, bist du im Zentrum des Kreuzes oder bist du das Zentrum des Kreuzes oder bist du drumherum? Ja. Setzt du dich in die Peripherie? Mhm. Gut? Ja. Das ist einmal das Erste, was ich anschauen wollte. Da können wir jetzt das natürlich anhören. Da müssen wir, ich bin ganz, ganz oberflächlich. Immer dran sagen, ich könnte jetzt da 200 Seiten Buch, können wir ewig über was reden. Was das ausmacht, machen wir mal hier. Ich glaube, Lothar, unser Lothar, den ich mir jetzt ausdenke, den habe ich das reinstellen lassen in seinen Traum. Aha. Immer dran denken, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorhoffe, dass es so ist, wie ich ihn mir ausdenke. Und nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke und den ich jetzt was machen lasse als Autor, wird sich dagegen wehren können. Ja, ja. Kann sich eine Figur, die du dir jetzt denkst, ich sage immer, denk dir vor, du bist ein Autor, ein Zeichenerwecker. Das machen wir jetzt. Wir erwecken Schriftzeichen, das sind Schöpfungskräfte, erwecken mir in Vorstellungen. Ja, ja. Und wenn du an jemanden denkst, existiert er, wenn du ihn denkst, und er wird genau das machen, was du denkst, dass er macht oder gemacht hat. Da geht es jetzt um die Geschichte von 1001 Nacht. Da muss man natürlich jetzt wissen, dass mir ja kurz vorher, das ist ja diese 1001. Ja, ja. Mhm. Ich müsste jetzt ja fast einmal reinspringen. Da müssen wir natürlich jetzt ewig zurückscrollen. Wir schauen mal ganz kurz, ob es zu viele Jahre ist. Für die, die es nicht wissen, fahren wir da mal hoch. Da haben wir es doch schon. Das war das Erste, das sind Filmausschnitte. Ja, ja, mit dem Safe. Und da habe ich jetzt hier das erste Mal, das ist aus dem Film. Halt, da müssen wir noch eins weiter vor, kleinen Moment. Da beginnt es, glaube ich. Da haben wir das erste Mal hier, ups, da geht's los. Da habe ich das schöne Lied reingestellt. Ja. Das sind unsere Quadranten, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wenn man es weiß, ich könnte noch vielfältig mehr erklären, den ich mir jetzt ausdenke, den lasse ich ja diesbezüglich sehr, sehr viel machen. Da sind jetzt zum Beispiel auch Gedanken, das steht jetzt drin, früher hat ja der Redo die Updates noch gemacht raus, ja, die ich Updates geschickt habe. Mhm. Da können wir jetzt sagen, das ist so wertvoll. Es wäre schade, das ist ein kleiner Moment, es läuft alles synchron, ob du die Bibel lesen, also die Dora oder die Bibel liest, die Kapitel, ja, die Verszahlen, jede Sekunde, es ist ein, wie in einem Fraktal eine arithmetische Anordnung. Ja. Mhm. Das ist einmal das Erste, was einem klar sein muss. Mhm. Der Text läuft vollkommen synchron mit Zuhören. Ich habe immer wieder die Leute klicken Sachen an. Du nimmst dir keine Zeit, du bist ein Getriebener, ein Hektischer, weil du meinst, da komme ich eh nicht mit, weil du keine Ruhe in dir hast. Du hast ewig viel Zeit. Wie lang beschäftigst du dich mit einem einzelnen Wort? Mhm. Ich sage, die Offenbarungen, die erschrecken einen im Ausmaß dieser Quantität, die da vorgelegt wird. Da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Am Anfang. Es ist aber die große Schwierigkeit, dass es keine Zeit gibt. Das ist ja wie wenn ich jetzt, wenn mir mal dich zurückversetzt mit dem jetzigen Verstand und du sollst lesen und schreiben lernen. Und dann fangen wir ganz langsam mit den Buchstaben an. Und du sagst, nee, das ist ja so viel, das bringt mir ja nichts. Mhm. Nichts bringt dir mehr, wie dich mit der Vordersprache auseinanderzusetzen. Jawohl. Aber nicht, wenn du Kaufmannsdenken hast. Ja. Wenn du jetzt das folgendermaßen interpretierst, irgendwie hast du einen Respekt vor dem, was ich als Udo sage,
Und ich muss das ja lernen. Ich betone immer wieder, du musst das überhaupt nicht lernen. Du musst erst einmal neugierig werden auf dich selber. Du musst erst einmal das werden, was du eigentlich bist. Ein Beobachter, der nicht mehr reagiert. Ja. Ein Beobachter, der sich bewusst macht, was dieses Ding, Diem G. Blau gelesen, die Gesetze deines Gehirns, die Glaubenssätze deines Gehirns, Diem G., habe ich so oft gesagt, diese Normierung, die Dienormierung in dir, das ist die Normierung deines Glaubens. Ja. Ich halte es aber noch mal ganz, ganz kurz hin. Ja. Öffnung einer intellektuellen Existenz, rot-blau gelesen. Immer ganz simpel. Ich sage nur rot-blau. Das sind 22 Zeichen, die man lernt, die kann man verinnerlichen. Und wenn du dir mal drin hast, was du meinst, es explodiert in die Inspiration. Geöffnete intellektuelle Existenz. Das heißt, hast du mal hier ein Gericht. Du richtest ja mit deinem Intellekt. Das ist ja gar noch nicht deine Meinung, dein Intellekt, dein Wissen ist. Das ist dein Schwamminhalt. Den konntest du dir gar nicht raussuchen als träumender Geist. Das ist, wenn ich sage, du bist der Computer, der Videorekorder, dann läuft jetzt ein DVD-Player, dann läuft in dir jetzt dieses Team, dieses Gesetz. Ja. Und das ist dann dein Recht. Ja. Du bist der Richter über alles und jeden und du richtest und urteilst alles in Maße zu dieser Logik, die du zum Denken benutzt. Ja, okay. Ob du rechtsfaschistisch programmiert bist oder linksfaschistisch bist. Es wird dir immer das logisch erscheinen, was mit deiner Logik korrespondiert, die überhaupt nicht deine Logik ist. Es ist nicht deine Logik, deine Religion, dein Glaube, es ist nicht deine Logik. Es ist die Logik deiner Lehrer und deiner Erzieher. Denk an das Schwammbeispiel. Ja. Mhm. Okay? Mhm. Wenn es rot wird, dann wird es geschlossen göttlich sein. Ja. Und dieses Ding, Ding G, darum sage ich, ist es das göttliche Geist, der in dir wirkt, oder ist es nur die Gesetze deines Intellekts, des Gehirns. Das steht für Verstand. Ja. Es gilt, das zu beobachten. Ich weiß, ich denke mir jetzt viele Brösel aus, wo ja immer dasselbe ich, aber aufgrund ihres Intellekts, die sagen, das hat er schon so oft erzählt. Hast du es verstanden? Mhm. Hast du das einmal für Folgen nochmal? Mhm. Du machst dein Selbstgespräch aus, liest die Zeitung und bist wieder einseitig. Mhm. Und dann stellst du den KenFM rein, was du ja tun musst als ausgedachte Figur, als Brösel in deinem Traum, was du auch nicht verändern sollst. Es wird sich verändern in dem Moment, wo du die Sinnlosigkeit dieser Aktionen durchschaust. Ja. Mhm. Okay, jetzt gehen wir mal hier, sonst kommen wir überhaupt nicht weiter. Du merkst, wenn ich wieder genauer erkläre, das ist das erste Mal da halt. Nein, wir müssen trotzdem. Da waren wir. Das war jetzt das Wort und dann habe ich ja hier diesen Film reingestellt. Ja. Da brauchen wir mal die Farben, das alles. Du kannst dir alles erklären. Rot, blau. Du kannst dir alles erklären, wenn jetzt die da stehen. Ich sage jetzt hier, Arjuna ist weiß, die Geschichte in der Bhagavad Gita. Der ist durchsetzt mit dem Krishna, das Schwarze. Dann hatte ich Adam im, das Herz dazu. Der ist interessant. Das blaue Ich, das verschiebt sich jetzt. Hier der Adam, das ist rein rot. Gut. Und das ist hier der Intellekt dazu. Mhm. Das zwischen blau und rot steht. Genau. Das Rot zwischen blau und rot gibt ja dann das Violett. Mhm. Ja. Mhm. Das ist nicht Zufall, was wir hier machen. Ja, da könnt ihr dann, da wird alles stimmen, sagen dann die Leute. Ist richtig, es stimmt alles für einen Geist, der alles so sieht, wie es ist. Facetten von Facetten von Facetten, die sich mit diesem System der Vordersprache wieder zusammensetzen lassen, so einen heiligen Ganzen, dass man selbst ist. Ja. Mhm. Okay, jetzt müssen dann irgendwann einmal, das zum Beispiel auch, das Lied habe ich wie Avandor, wann ist der rausgekommen, reingestellt. Dass da die Leute gar nicht richtig schauen, dass die Texte, habe ich ja schon 10-mal gehört, oberflächlich gehört, aber dich mit den Worten beschäftigt, die da drin sind. Ja, ja. Rotes Herz, Leb, ist göttliches Sein. Mhm. Das Leb heißt ja inneres Herz. Das innere Herz ist Ich-Ubis, göttliches Bewusstsein. Genau. Mhm. Ich-Ubis. Rot geschrieben. Leona ist ja der Leo, der Löwe mit drin. Der Löwe. Mhm. Löwe schreibt sich ja hier, auch kann man ja mit einem B lesen, Leb, ist ja auch Waff. Da hast du jetzt das Corona schon mit drin, das Herz blau. Das ist die Geschichte im letzten Selbstgespräch über die Onanie mit dem Samen. Den Samen nicht an die Materie verschwenden, nicht auf die Erde spritzen, sondern in dich selbst zur Selbstbefruchtung benutzen. Das sind jetzt hier zum Beispiel zwei kleine Auszüge. Also biete ich mein Leben als Aufopferung. Haupt.
Richtig, meine Sinne spüren eine Welt, die ich mir niemals auszumalen wagte. Das passiert mit Holofeeling. Es verändert sich alles in dir. Du wirst komplett neue Welt von mir zu träumen bekommen, wenn wir das erste Mal das Programm erweitert haben. Solange du solidär spielst in meiner Symbolik, wird nichts anderes kommen wie solidär, wenn du nur das Programm solidär laufen hast. Wenn du nur einen einzigen Film laufen hast, dann jetzigen, dann musst du schon aufbauen. Aber meine Augen können sich all die Farben der Liebe und des Lebens immerfort nicht ausmalen. Immer fort. Immer. Ja, genau. Na, jedes Wort. Es ist all, jeder Moment spricht zu dir. Ja. Okay, jetzt haben wir hier das Schöne. Diesen Film, den starte ich genau bei 26,52 aus. Der Jahwe ist der Sohn. Ben, der Sohn ist wieder der Adam rot geschrieben. Adam ist Jahwe. Ja. Genau. Das ist interessant, schau, wenn du das jetzt anschaust. Das ist ja, da ist kein Filmemacher irgendwo gewesen, der das jemals in Film gedreht hat. Es kommt aus dir. Das ist ein Komplex von kryptischen Zeichen. Da kann man immer die 2-0 machst du zu einem Unendlichkeitszeichen. Darum machen wir mal plus 1 und ein Minuszeichen. Das ist praktisch das All, Implosion, absolute Verbindung bis zum absoluten Nichts, weil kein Gegenteil mehr da ist. Explosion in unendlich viele Möglichkeiten. Le, Allah. Jetzt haben wir hier GR, Gehirnberechnungen erschaffen eine Schöpfung. GR, wie es mal heißen, jetzt hast du mal, heißt fremd, eine fremde Schöpfung, die immer aus Plus, Minus, M besteht. Das ist Memim. Memim ist interessant, wir können das I, den kleinen Gott, in die Mitte setzen und zwei kleine M's drumherum machen. Genau. Das passiert am End, jeden Moment taucht was Neues auf. Ja. Das heißt vom Meer zwei Gestaltwertungen, habe ich so oft erklärt. Gut? Ja. Jetzt mache ich hier die Masse, weil da geht es ja um dieses Eichgewicht der Masse. Da können wir natürlich noch viel, viel mehr dazu sagen. Genau. Und dann landen wir hier dann in dem Filmausschnitt, den will ich jetzt nicht laufen lassen, den kann man sich anschauen. Genau. Wenn er dann hier die Bibelverse in diesen Eichamt erzählt, da gibt es doch keine Zufälle, Leute. Ja. Und jetzt ist natürlich das Kilogramm ist ganz interessant, weil das Kill heißt, dass du mal eigenkalibrieren, messen. Und ich sage, jetzt lesen wir das einmal geistreich mit Ich, ein nicht existierendes Ich ist E Quadrat. Ja. Das ist göttliche Kollektion, Schöpfergott, göttliche Kollektion, E Quadrat in der Physik ist reines Sein. Ja. Kali heißt wie mein Gott. Erzeuge ich jetzt ein Äußeres durch meinen Intellekt und er erweckt die Existenzen. Ja. Das heißt kalibrieren. Du musst jetzt diese Gestaltwertung wieder essen. Du musst die Zasta mal sein, weil du bist die 200 Gramm rote Gnede und die Leute, die noch sagen, wenn die Gnede ja das ist oder ein Körper ist, das bin ich nicht. Es ist ja Zasta mal ein Sein in Form von Existieren. Das ist es, ja. Die Zahlenwerte will ich jetzt gar nicht genau drauf gehen. Der Kali, wie mein Gott, bedeutet, wie mein Gott, absolutes Bewusstsein sein. Ja. Aber du bist immer noch irgendwas Raumzeitliches, aufgespannte Raumzeit. Beides zusammen ergeben den Abbaschwer 90, das ist der Geburtsgeber, die Geburt von irgendetwas. Da muss einer da sein, der wo was gebiert, ein Denker, und es muss was Geborenes da sein. Da kommen wir dann vielleicht, wenn wir die Zeit haben, noch zu rechnen. Mal schauen, wie es hinhaut. Okay, jetzt habe ich aber das nicht enden lassen. Jetzt bin ich da nochmal rein. Eine ganz heiße Szene, wo sie dann dieses Urkilogramm raustun. Das ist so tief. Diese eine Szene ist so tief. Ich sage immer wieder, du brauchst einen Schöpfungsschlüssel, du brauchst den Schlüssel und du brauchst die Tür oder das Codeschloss, um das zu öffnen. Du hast jetzt, da ist das Kilo drin. Da ist wie mein Gott, das ist eingesperrt. Das ist eine geheimnisvolle Reihe. Spiegelwahrnehmungen, das ist die Dora. Dora heißt ja Reihe. Reihe. Das mache ich bei 31,13. 13 ist das eine, unser Eckart, das männliche 1 ist gleich das Wort für Liebe, übrigens auch GHH, der Geist, der zwei Wahrnehmungen hat, in dem GHH. Ja. Also Gimmel, Hehe. Da steckt eigentlich schon das Jahwe wieder mit drin. Das heißt Heilung. Das ist auch die 13. Da habe ich jetzt nur hingeschrieben, Gott ist Liebe. Und das ist das Inder, dieses göttliche Sein, ist ein immer seiend Erwachter. Genau. Nation, die Geburt. Nation. Von ihm Bewegung setzen, wenn wir das griechisch machen.
Entgeh heißt auf Hebräisch, heißt das dann mal geben, etwas Gegebenes. Etwas Gegebenes ist das in Bewegung gesetzt werden. Ion griechisch. On heißt sein, intellektuelles Sein setzt dich in Bewegung. Ja. Okay, das internationale Kilogramm. Okay. Genau. E-Quadrat. Ja. Kilogramm. Ja. Mhm. All ist das Licht und das ist E-Quadrat rot geschrieben. Diese Energie, die wieder vermehrt noch vernichtet werden kann, meine 200 Gramm rote Grede. Mhm. Wenn du das wiederholst, du musst es wiederholen, du musst es nicht mehr wiederholen, wenn das wirklich installiert ist, was das für dich bedeutet. Ja, ja. Mhm. Gut. Und dann kommen die drei Hände, ja, genau. Interessant, eine linke Hand, eine rechte Hand und eine mittlere. Mhm. Die linke und die rechte Hand Gottes. Ja. Das rechte J, göttlich in Gott geschlossen, ist JCH, das linke ist das rote Ich. Das ist umgedreht, gespiegelt. Ja. Und die absolute Synthese. Genau. Es ist übrigens jeder Film, jede Kleinigkeit, wenn du das mit Geist machst und dann weiß er doch die Code, eine Zahl weiß er nicht, die 17. Ja, 17. Das heißt mein Vater. Ja. Das ist der Schlüssel zu allem, wenn du das weißt, dass du irgendwann einmal sagst, dass in dir hier ein Abi, der Schöpfer ist in mir, kann ich das lesen, wenn ich das mache. Der Schöpfer, dieser Nicht-Denkbare ist in mir. Mhm. Ich letztendlich selbst bin, darum habe ich den Totalwert 13, den äußeren Wert 13. Genau, die Liebe. Das ist der Pyramidenwert, das baut nämlich aufeinander auf. Auf. Der Pyramidenwert, wenn man jetzt weiß, wie das ist. Ja. 1, 2, 10. Ja. Da steht ganz oben die 1, dann kommen die 2 und drunter Vater und Sohn und dann kommt die 10, das bist du. Ja. Müssen wir zusammenzählen. Genau. Okay? Und das ist der Codeschreiber. Ja, es geht nahtlos. Es geht alles nahtlos. Das ist der Geist Liebe. Rot geschriebene Liebe ist die Fähigkeit, alles mit allem zu verbinden. Ja. Jeden Gedanken mit jedem Gedanken zu verbinden. Da gibt es natürlich auch nochmal dechiffrieren, Code verschlüsseln und so weiter und so fort. Dechiffrieren. Kann man sich in Ruhe lesen. Jede Form von Gott. Ja. Ich kann das L natürlich blau machen, dann ist Form ist immer ein Joch, etwas Hochgehobenes. Ist eine schöpferische Chi-FF-Re. Ja. Chi heißt Leben, sind immer zwei Facetten. Das sind einmal die ersten zwei von unseren 16 Seiten, die sich dann zu vier werden, wenn ich zwei denke und so weiter. Und die werden wieder zurückgeholt. Ich kann natürlich auch, ist was Schlechtes. Wenn ich jetzt das Wort schlecht wieder bloß einseitig auslege, habe ich ein Problem. Ja. Echt, mein logisches Licht erscheint mir echt. Echt. Dann haben wir die Geburt eines Intellekts, erzeugt zwei Facetten, die erwacht werden, erweckt werden. Das sind die Ziffern. Ja. Geh heim, geh wieder zurück zu Hayom. Ja. Er gibt dir Zeichen in einer Geheimschrift. Das ist das, was man verstehen muss. Ja. Jetzt können wir dann nur mal, ich spare mir das jetzt, das, wenn man das macht, das ist, es wird jede Kleinigkeit, es sind verschiedene Worte für Co. Denn zur Entfaltung dieser Worte und deines eigenen Geistes nötiglich göttlichen Code findest du im Innersten deines eigenen Bewusstseins und imaginär äußerlich gesehen in den wundervollen Holofeeling-Schriften. Genau. Und das geht mir nur schlichtweg und allein einzig. Jetzt haben wir Auszüge aus den Filmen. Jetzt wird es ganz spannend. Ich stelle das da mal hier rein, dass wir das drauf haben. Ich habe jetzt hier den Wert 21. Dann stirbt ihr Vater in dem Film. Ja. Dann dieses Gespräch, man sagt, die Seele wiegt 21 Gramm. Also das ist Zufall. Das ist doch mal der Totalwert, das wäre die rot geschriebene 21. Mhm. Die können wir übrigens auch als 2,1 oder 1,2 lesen, je nachdem wir es aber als rechts oder nach links lesen. Dann haben wir der Vater, ab. Da steht ja eigentlich schon wieder ab, der Vater. Ja. Bedeutet, das doch mal, schau, wenn wir das jetzt anschauen, das ist wieder der Schöpfer, der nicht denkbar ist. Und dann nochmal, oh ja, das ist das doch mal so ein Überbegriff für Sein. Da haben wir JHBH stehen. Ja. Der Schöpfer ist JHWH, bloß anders geschrieben. Anders. Mit einem Plus und einem Minus, was eigentlich nichts ist. Mhm. Das haben wir übrigens auch in dem Aleph schon drin. Da haben wir hier die Nulllinie, den Verbindenden von allem und ein J und ein gespiegeltes J können wir das machen, wenn wir das abstrakt zeichnen. Ja, ja, ja. Und jetzt klassisch übersetzt heißt es, ich bin, ich werde, ich werde.
Genau. Ich bin fast immer ein Mann, Seher, ein Denker. Und das ist doppelt aufgespanntes, erwecktes Wissen. Das heißt Werde. Ja. Das ja. ist aber auch dieses Sein. Ja. Man sagt eine See. Und jetzt mache ich dieses E, die 2E zu E Quadrat. Das ist diese Energie, aus der alles besteht. Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Auseinandergeschmissen wiegt 21 Gramm. Das ist nämlich, ich kann ja auch 2-1 lesen, dann hast du das Bar, dann kommt etwas Fremde, eine fremde Schöpfung in mir, die aber immer aus plus minus M besteht. Ja. Wir können natürlich das noch anders schreiben, nämlich die Am zusammensetzen. Am ist dann die Mutter und Mut hast wieder die Totenerscheinungen. So viele in der Reihe. Viele. Mhm. Heißt es auch, ich bin und ich werde. Mhm. Ich bin Existenz, wenn ich an mich oder an irgendwas denke und ich werde zu erweckten Wissen. Genau. Mhm. Dann haben wir nochmal eine Möglichkeit mit der 21. Das heißt jetzt Besitzfassung, Landbesitz. Schau, da haben wir das Chaser, Chaser hinstehen. Ja. Das ist der Schöpfer und Chaser heißt ja zuerst einmal die männliche Brust. Das heißt aber auch im Geiste sehen. Der Schöpfer wird etwas im Geiste sehen, in seinem eigenen Geiste sehen. Darum heißt es, jetzt hast du mal Landbesitz als Ganzes gelesen, ja. aber das heißt, Aleph immer als Vorsilbe, imperfekt, ich werde etwas erfassen, greifen, ergreifen, fangen, verbinden, ich werde, will nach was greifen, immer dran denken, wenn du noch in deinem Gehirn reib bist. Danke, erscheint selbst eher fremd. Ja. Greifst nach etwas, erst wenn du es verstanden hast, besitzt du es. Ich halte fest, ich sehe an, ich erblicke, ich schaue, ich werde schauen, wo? In meinem eigenen Geist. Das heißt, ich werde es in meinem Geiste sehen. Ja, genau. Es ist die Seele, wobei See mit einem Sinn geschrieben, mhm. heißt Lamm. Lamm, genau. Lamm wiederum, La-MM, heißt zwei auseinandergeschmissene MM. Oder der Lichtschöpfer und seine zwei Gestaltwertungen. Genau. Da. Mhm. Das ist jetzt dieses, die müssen wir nicht laufen lassen und jetzt kommt die Schöne, sie dann hier ja das überprüft. Das nicht. Mhm. Und da hast du dann, wo das dann ausschwingt, das sind 1021 Gramm und dann geht es runter zu 1001. Ja. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Zu Staub. Genau. Und dann klickt man an und sagt, das Video habe ich vielleicht ja schon ein paar Mal gehört. Darum habe ich das nochmal, du musst immer wieder das wiederholen, was da mitgeteilt wird. Zuhören, lerne das Zuhören. Ja, ja. Mhm. So, jetzt schauen wir da mal kurz rein. Wie sind wir in der Zeit? Toni, hast du um die Laufzeit vom Ding? Ich sehe es nicht. Nein, ich sehe es nicht bei mir. Das siehst du bei dir nicht. Da muss ich da jetzt ganz kurz mal rüberschalten. 42, das geht noch. Nicht, dass wir es überziehen. Pass auf, die magische Märchenstunde. Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Ja. Okay, sind weltbekannt. Das heißt übrigens die Existenz in der Acht. Acht. Mhm. Die Acht ist die weibliche Eins. Die weibliche Eins symbolisiert dann momentan den Intellekt, weil das ist ja deine Frau und da hast du nur einen Intellekt. Darum ist das die weibliche Eins. Die männliche Eins ist das Bücherregal, beziehungsweise die ganze Bibliothek. Mhm. Du kannst natürlich auch die existierende Schöpfung ist Chedi lesen, dann heißt es, die existierende Schöpfung heißt in Schrecken versetzt werden. Ja. Shin R sind logisch berechnete Ecken. Wir kommen aus dem Tetraeder-Spielsystem nicht heraus. Und ich sage, wenn es einer nicht glauben will, du musst nichts und niemanden in deinen Traum von irgendwas überzeugen, nur einen Allereinzigen, dich selbst. Nicht einmal den, den du zu sein glaubst, musst du überzeugen. Den kannst du nicht überzeugen. Du kannst den Gedanken von dir nichts überzeugen. Wie dumm ist es, dass ich mir was denke, selbst wenn ich an mich denke und mein, ich müsste diesen Gedanken von irgendwas überzeugen, der ist doch sowieso so, wie du ihn denkst. Ja. Jetzt denke mal an dich. Ich sage jetzt nicht, schau an, was du denkst, wenn du an dich denkst, sondern ich meine jetzt mal an den Gehirngeist. Genau. Der mhm. laufend sagt, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht, ich muss doch, ich brauche doch, ich. Ich sage immer, wer bestimmt jetzt das? Mhm. Ja. Der Einzige, der dich wirklich Geistesfunk ja. manipuliert. Dran denken, M-Ani, ein gestaltgewordenes Ich, A-N-I, das ist dein Ego. Du, dieses Ego ist die Quelle deines ganzen Leides. Ja. Nicht zu niemand anders. Ja. Nicht, weil jetzt irgendein geliebter Mensch stirbt oder weil du was verloren hast.
Du hast etwas verloren, wenn du dir was ausdenkst, und du kriegst es wieder zurück, wenn du es nicht mehr denkst. So ist. Und du verlierst auch keinen geliebten Mitmenschen, sondern du kriegst sie zurück. Ja. Du bist eins mit ihm. Ja. Da sträubt sich das Ego ohne Ende. Das will es einfach nicht wahrhaben. Ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und wenn nicht, leide weiter bis in alle Ewigkeit. Ja, das bin ich nur der Fall, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Genau. Nicht die, die du dir jetzt eventuell ausdenkst, die leiden könnten, weil sie nicht auf mich hören. Na. Und du wirst deine Welt nicht besser machen, wenn du meinst, jetzt du tust rechtsfaschistisches oder linksfaschistisches Gedankengut in der Welt intronisieren. Es bleibt Unheil. Es bleibt einseitig. Ja. Holofeeling ist ein riesen Heilungsprozess. Ja. In Bezug auf etwas, was gar nicht heil gemacht werden muss, weil es immer heil, heil ist. Du selbst. Ein das ist das Geheimnis deines Lebens. Geh wieder heim. Du sagst, erinnere dich, was du bist. Erinnere dich, erwache in deinem Innern. Und dann wirst du ein geschlossenes Ich, in sich selbst geschlossen, abgeschlossen. Und trotzdem offen, weil sobald wir uns was Abgeschlossenes denken, das ist ja unser Dalet. Ja. Schlichtweg die Reihe. Ist die Reihe noch verstreut in viele Einzelfacetten? Denk an unseren Spiegeltunnel, oder ist dir bewusst, dass das eigentlich eins durch ist? Mhm. Das heißt, es sind Divisionen von einem Selbst, die eigentlich in sich selbst gar nicht getrennt sind. Genau. Ja. Weil alles mit allem zusammenhängt. Ja. Mhm. Okay, ja. Schauen wir mal weiter, was da geht. Sie gelten als Sinnbild. Immer dran denken, Sinn. Ein vorhergehendes wird dann mit einem nachträglichen Verbundes machen. Es macht dann einen Sinn, wenn wir zwei in N haben. Diese zwei in N, 50, 50, werden zu 100, und es ist dann die Affinität. Mhm. Das passiert beilet im Kind. Im Kind, genau. Wir können auch bi lesen, in mir ist eine Lichtöffnung, und das ist das hebräische Wort für Gebären. Ja. Mhm. Wenn wir es blau machen, wenn wir es rot machen, wird es der Geber. Das ist die männliche Potenz. In mir ist die männliche Potenz. Ja. Der Engel Gabriel, der ist ja sogar der stellvertretende Vater von Jesus und vom Johannes dem Täufer, im Auftrag von Ubi, LHJ. Mhm. Die Erzählkunst, dabei stehen die Abenteuer. Das kann man schon mal lesen, der schöpferische Sohn. Ja. Von Aladdin und Alibaba gar nicht im arabischen Original. Jetzt schauen wir uns mal den Aladdin an, da haben wir schon all. Ja. Gott? Mein Gott. Mein Ali Gott. Heißt mein Gott. Schauen wir uns mal an, was dieser Adin ist. Ad, haben wir ja schon den Adam vorne. Genau. Jetzt hast du mal Grundradix ADN. ADN. Lasst euch mal überraschen, was da jetzt passiert. Das ist erst einmal das Fußgestell, die Basis. Das Fundament. Imperfekt gelesen heißt es, ich werde urteilen. Wenn wir das DIN mit reinmachen, da sind wir ja gerade schon drauf gegangen. Recht und Gesetz. Okay. Mhm. Ja. Das heißt, das da mal darauf, sodass im Klassischen teuer DN, das, ich, da werden ja nur Bruchteile angegeben, im Chaldäischen. Ja. Schau, da ist der Sofort. Machen wir das mal rot, der Subort. Ein so. Sub. Da ist alles so gleich. Ja. Es ist aber blau gelesen, auch darauf. Die Generation geht in die auf. Weil es ist schon mal, mache ich eine erschaffene Öffnung oder ist der Schöpfer geschlossen? Jetzt ist aber interessant, wenn wir wissen, dien heißt ja auch das Recht, das Gesetz, das Richten. Dann heißt, ich werde richten, ich werde urteilen. Genau. Und was dann passiert, da geöffnete Schöpfung, geöffnete Schöpfung sind immer zwei Existenzen, affin, 50-50, ist immer darauf. Jetzt werden das aufgespannte Facetten. Ja. Und die sind von Moment zu Moment immer gleich. Genau. Wenn du das jetzt übrigens zusammensetzt, kriegst du den Pyramidenwert 86, weil nämlich ganz unten in der Summe steht UB. Da will ich jetzt nicht ins Detail, das raumzeitliche Wahrnehmungen, äußerer Wert. Genau. Die 700, das rot geschriebene Endnun, wenn wir das so machen, oder das Immerseiende, die 7, ja. Ist ja, ist Gott. Ja. Jetzt haben wir den Aladdin. Ja. Jetzt brauchen wir aber noch den Ali Baba. Baba, der Baba, Vater. Machen wir jetzt ganz einmal Baba, pass auf. Ali, wissen wir, heißt mein Gott, ist Baba. Das ist das erste Mal Kindergeplapper. Mhm.
steht da Kind, das ist ein Kindergeplapper. Genau. Aber was steckt da eigentlich noch mit drin? Schau mal genau hin. Das heißt, lass doch mal zweimal aufblühen. Kommen, ja. Zweimal kommen, kommen, kommen. Aber so lesen wir das nicht. Wir lesen das B als Vorsilbe, dann heißt es im Aber. B als Vorsilbe, Aber heißt Vater. Okay. Die große Form vom Vater auf Hebräischen. Ja, ja. Dann heißt B, Aber heißt im Vater. Ja. Mein Papa. Ja. Okay. Wenn wir das Bar hinten, wenn wir Aber machen, heißt es, ich werde kommen. Ich bin Liebe und vollkommenes heiliges Bewusstsein. Alles umfassendes, alles liebend, alles verstehend. Ich bin dein wirklicher geistiger Vater. Ich bin dein Vater. Ja, Tata. Das ist nichts, was du denken könntest. Ich weise darauf hin, dass das alles rot geschrieben ist. Ja. Der Avatar deiner Erlösung. Mhm. Aber du solltest mir ein bisschen vertrauen. Und ich sage immer wieder, noch leichter kann man es gar nicht machen. Ich fordere ja von dir nichts. Ich sage immer wieder, spitz hast du mal deine Rolle weiter, da mischen wir uns ja nicht ein. Genau. Okay, jetzt schauen wir mal, was da eigentlich geht, ein bisschen noch. Mhm. Es war mein Inselreich. Intel heißt Ei. Ei und das der Schöpfer Gott. Das heißt, dass da mal hier auch die Verneinung, Ei ist die absolute Verneinung. Und das heißt Insel. Das kann man jetzt da unten ranlegen, wenn man das gibt. Das heißt auch wo, das hebräische Wort für wo. Mhm. Absolut verbunden, nichts. Jetzt habe ich Insel so, wir können das S auch rot machen. Das heißt, göttliches Sein ist Bewusstsein Gottes. Genau. Ich habe jetzt das göttliche Sein, die Raumzeit und Gott. Mhm. Wo es keine Dimensionen gibt. Das ist der absolute Mittelpunkt, aus dem die Dimensionen im Spiegel, Breite, Wachraum, Länge, Höhe, Zeit erst rauskommen. Das ist Physik, Leute. Ich kann es euch nicht oft genug sagen. Ja. Genau. Gut. Reichet wissen wir. Mhm. Der Kopf des Schöpfergottes ist die große Kollektion. Mhm. Jetzt können wir natürlich das Indien. Jedes dieser Sachen, wenn ich aufmache, wirst du immer denselben Kontext kriegen. China, das Leben ist die existierende Schöpfung. Na, noch nicht gar gekocht, unreif, unvollkommen. Ja. Jetzt können wir den Smaragd, die Namen können wir noch machen und vor allem das Land Babel. Mhm. Das Kommen in Gott. Ja. Dort, Haar innen, innen immer denken innen, weit im Orient, wo die Geografie verschwimmt und wo eine gute Geschichte ein Leben wird, ist dort spielt eins unendlich eins. Ja. Schon die Rahmenhandlung, welche die vielen einzelnen Erzählungen zusammenhält, ist für sich genommen so spannend, so faszinierend, herausragend, dass sie die Märchensammlung zu einem bekanntesten Werk der Weltliteratur macht. Ich weise darauf hin, dass alle Märchensammlungen der Weltgeschichte, ob das griechische Märchen sind, ob das hinduistische, buddhistische Märchen sind. Es ist, ich rede von unendlich viel. Holofeeling schafft es über die Sprache, übrigens auch, wenn wir in die Sprachen reingehen, absolut immer im Hintergrund komprimiert, gezippt, wie beim Mandelbrot-Fraktal, immer wieder dieselbe Struktur, aus dem sich das entfaltet, aufzuzeigen. So, Holofeeling ist ein vollkommen neues Denken, ein göttliches Denken, ein allumfassendes Denken in der Liebe. Da geht es nicht um Perspektiven, wer recht hat und wer nicht recht hat. Das ist Dummheit, Geistlosigkeit. Streiten um Standpunkt ist immer Selbstentheiligung. Ja. Jetzt können wir hier schauen, die Geschichte sind Könige. Der König, die Wörter alleine sind ein Kleinod. Wenn wir das jetzt durchgehen, was das bedeutet, ich erspare mir das jetzt. Das kann man machen. Weil da wird man jetzt lange dazu brauchen. Und sein Bruder, das beginnt immer mit dem Schar an. Ja. Der Schar ist jetzt erst einmal hier Shin-He. Ja. Das ist einmal das Lamm. Aber dieser ist immer noch ein Stück Viech. Mhm. Ich würde jetzt sagen, ich bin das Lamm, ein ausgedachtes Lamm, das wird heimgeholt. Ich hole ja den Udo auch heim, wenn ich nicht mehr an ihn denke. Ja. Oder du holst den besser heim, wenn du nicht mehr an ihn denkst. Wieso? Weil der Udo jetzt ein Gedanke von dir geistesdrungen ist. Ja. Und kann ein Gedanke sich selber heimholen? Das muss doch der machen, der sich den ausdenkt. Mhm. Kann sich jetzt der von dir ausgedachte Gedanke Udo selber denken? Es wird so sein, wie du dir das denkst. Wenn du dir an Udo denkst und sagst, der kann ja selber an sich denken, dann wird es für dich so erscheinen. Das ist das Prinzip. Genau. Es wird immer alles, was in dir auftaucht, genauso sein, so funktionieren, wie du denkst, dass es funktioniert. Und das ist vollkommen logisch für dich. Aber die Logik ist die Falle.
Genau. Falla. Das ist das große Problem. Ja. Diese Logik, M. Ani, bulier dich. Ja. Das ist von deinem Ani, das ist dein blaues Licht. Ani, die schöpferische Existenz deines Intellekts. Der ist schöpferisch, aber halt nur absolut dogmatisch schöpferisch. Ja, ja. Weißt du, da kann man jetzt das schinden, wir können jetzt natürlich spielen, ohne Ende, wo ich sage, wir können zuerst, jetzt habe ich einmal die Vokale, sage ich, zuerst immer rausschmeißen. Ja. Wir können natürlich jetzt für das A ein A setzen. Mhm. Okay, hebe auf, nimm weg, vergib, verzeihe. Ja. Schau. Die logische Schöpfung ist, hebe, erhebe, zuerst einmal ertrage sie und vergib dir dann selber für die Scheiße, wo du dir ausgedacht hast. Ja. Und anfängst dich an jeden Augenblick zu erfreuen. Wir können das natürlich auch, dieses E als ein LF setzen, da wird es jetzt ganz interessant, jetzt kommst du nämlich zur Grundradix von unserem Tun, Machen, Handeln. Mhm. Das ist erst einmal ein logischer Augenblick, das reicht eigentlich schon aus, aber einen logischen Augenblick, den du wahrnimmst, esse, da unten steht es, nach etwas Ausschau halten, nach etwas trachten, sich umsehen. Ja. Das heißt aber auch Periode. Peri griechisch heißt um mich herum, ist diese kreisende augenblickliches Wissen. Wissen, ja, genau. Interessant, wenn wir das Bari jetzt hebräisch anschauen, gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können PR zuerst einmal lesen, dann kriegst du das Wort Stier. Stier. Der Stier selber ist ein raumzeitliches Tier. Ja. Mhm. Dann ist ja, was ist zuerst einmal um dich herum, wenn du jetzt denkst, das Erste, was kommt, wenn du jetzt sagst, ich bin das absolute Zentrum. Was ist dir am nächsten? Zuerst einmal dein Schädel. Mhm. Der ist dann um dich herum, habe ich so oft gesagt, vor dir die Augen, über dir die Haaren. Genau. Schade. Damals hast du mal das raumzeitliche Tier. Genau. Der ist der Menschenaffe. Mhm. Das ist ja Bari, heißt ja, mein raumzeitliches Tier ist um mich herum. Ja. Stimmt oder stimmt? Genau. Ja. Das He und das Wahrgenommene, das ist jetzt erst einmal auch. Frau ist die weibliche Kuh. Der Stier wird jetzt durch das He hinten, wird jetzt fruchtbar sein, du vermehrst dich, du vermehrst deine Gedanken. Ja. Mhm. Okay, wir machen mal wieder unser Se, um das genauer anzuschauen. Mhm. Jetzt mit der 70 hinten. Und das ist jetzt etwas Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Hinhören, sich umschauen. Wo war man? Da. S-E-H. Und du schaust dich jetzt um und jetzt kommst du zu den Samen. Da steckt schon der Samen. Das ist das, was du dir ausdenkst. Ja. Ich hebraisiere zurzeit. Samen haben wir natürlich viele Möglichkeiten. Sagst du mal, machen wir den klassischen Samen. Das ist das hebräische Wort für festgesetzte Zeit. Mhm. Das ist erst einmal Zeit einberufen, vorladen, zusammenbringen. Das nennt man auch eine Zeit, eine Frist, eine festgesetzte Zeit, weil jeden Moment, der in dir auftaucht, ist ein Einzelbild auf der Farbbrille. Darum ist es auch ein festgesetzter Zeitpunkt. Wir haben ja noch andere Wörter für Zeit. Das erste Hauptwort ist immer unsere augenblickliche Erscheinung. Was es selbst ist, das ist jetzt die Zeit im Klassischen. Das heißt zur Zeit. Mhm. Zur wiederum hast du Form werden, wenn wir es hebräisieren. Genau. Mhm. Wir können natürlich den Samen, wir können das natürlich auch anders machen. Wir können das mit SM beginnen lassen. Dann kriegst zum einen die Droge und das Gift. Gift englisch heißt Geschenk. Geschenk. Medikament. Medi. Jetzt ist wieder, lese ich jetzt das Lateinisch, Griechisch oder durch Hebräisieren. Mensch, wenn wir dran denken, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Breiten, ja. Das ist aber auch ein Wohlgeist, ein Wohlgeruch. Mhm. Also immer die Frage, ist es was Positives oder was Negatives? Zwei Seiten. Beide Seiten, gut, so sein. Das N hin war dann natürlich war das Medikament oder die Droge zur Existenz, Samen. Mhm. Und das ist jetzt etwas anzeichnen, etwas bezeichnen, Zeichen einen Namen geben und einseitig werden. Ja. Dieses, was du anzeichnest, was du bezeichnest, diese Zeichen, Pyramidenwert werden zu einem Geschenk, Ski. Mhm. Okay? Ja. Funktionieren du das mit den 27 hebräischen Zeichen? Ja. Verborgene Wert 144, immer dran denken, da steckt der Adam drin. Ja. Im Hintergrund. Mhm. Mhm. Ich spreche jetzt das nur an, das sind keine Zufälle. Ich glaube ja nicht, den zufälligen Zufall, wie du in dir denkst, gibt es nicht.
Wenn du ein Videospiel spielst, egal was du machst, was dann passiert, ist kein Zufall. Deine Reaktion, deine Interpretation auf einen bestehenden Moment verändert das Bild auf dem Bildschirm. Das ist jede Reaktion, ob du was denkst, ob du was interpretierst, ist wie eine Angabe in ein Konstruktprogramm, das automatisch deine Information verändert. Das Prinzip musst du verinnerlicht haben. Ja. Noch einfacher kann ich es nicht ausdrücken. Okay? Und wir haben natürlich noch unser Sinn im Samen. Gibt es ja auch noch. Da haben wir wieder ein Ansehen. Der Name, der Ruf, das Wort, ein doppelt aufgespannter Ort. Stimmt oder nicht? Stimmt. Und es wird jetzt zu fett. Leid korpulent. Das ist das Öl, der Gesalbte, der wird mit diesen Samen. Wir haben ja für Fett haben wir ja noch anderes. Fett und ist ja auch, Kaffkoll ist ja auch Fett und Milch. Ja. Genau. Dann fängst du an, fett zu werden im positiven Sinn. Das kann man positiv. Das ist die Ölung am achten Tag, ist der symbolische Hinweis auf den erwachten Christus und die Himmelfahrt. Im Griechischen bedeutet das Wort Christus nämlich der Gesalbte. Ja. Genau genommen heißt es hier, jemand mit etwas einreiben, ursprachlich. Da geht es noch nicht mal um das Salb selber, um die Salbe selber, sondern es wird einreiben. Jemand einreiben. Ein heißt nicht existierender Spiegel, wird zu einer polaren Existenz. Ja. Das ist der UB und der JCH. Die Einzelnen. Genau. Gut? Ja. Ich weise darauf hin, ich habe jetzt bloß diese zwei Buchstaben ganz kurz angesprochen. Da wird natürlich dann das Ri, der berechnete Intellekt, fängt jetzt an, in dir zu fließen, sage ich einmal. Die Feuchtigkeit, die Nässe, jetzt kommen wir in das blaue Wasser. Das ist erst einmal der Kopf Gottes, symbolisch, der Kopf Gottes. Und in dem Kopf ist die Berechnungsfähigkeit deines Intellekts. Und das macht das Ganze dann flüssig. Wisse mit deinem derzeitigen selbst limitiert, nur einseitig logisch funktionieren werde und Interpretationsmechanismus. Wie war das nochmal? Der Einzige, der dich manipuliert. Bull kommt das Wort Bulls her, das heißt schlagen. Auf Lateinisch. Einen Brei schlagen, genau genommen. Brei im Spiegel sind logische Lagen. Das sind die Spiegelungen. Okay. Das heißt, mit deinem derzeitigen Ich-Glaube-Programm, AUB, Gehirn, wird es ein Beschwörer. Mit deinem Schwamm inhalt, dem von dir geistlos nachgeplafterten fehlerhaft Wissen glauben, deiner Lehrer, Erzieher, immer wieder dasselbe. Du kommst aus diesem Hexenkessel überhaupt nicht raus. Stimmt oder stimmt? Stimmt, ja. Schau, das können wir jetzt, das Spiel können wir fortführen mit jeder Kleinigkeit. Wenn du die Vordersprache verstehst, sagst du, es stimmt doch alles. Verdammt, es stimmt doch alles. Was jetzt aber wichtig ist, ich tue jetzt einmal nicht mehr auf die, wir da mehr lesen, weiter. Letztere von Smarkand passieren so unverschämt von ihren Ehefrauen hintergangen. Die beiden waren so unverschämt von den Ehefrauen hintergangen. Sage nicht immer wieder, deine Frau ist deine Logik. Ja. Dass sie ihre Herrschaft entsorgen und sich auf dem Weg in die weite Welt machen, auf ihrer Wanderschaft erleben sie, dass selbst Geistwesen, Geistesfunken, wie die Djinnen, geschlossene Logos ist innen, keine Macht über das weibliche Geschlecht, über die Logik haben. Hartnäckig. Du hast über diese Logik keine Macht, du sollst die auch nicht irgendwie verändern wollen, sondern zieh als deine momentane Logik, dein ANI, deine schöpferische Existenz, der schöpferische Existenz deines Intellekts ist ein Puzzle, ein unendlich komplexes Puzzlestück zum heiligen Ganzen. Ja. Ich habe das dein momentanes Leben nicht umsonst geschaffen. Ja, ja. Dieser unendlichen Vielfalt, was du dir alles ausdenken kannst, das ist bloß dein ANI. Natürlich mit den Einseitigkeiten. Es gibt natürlich in dir tauchen dann andere Anis auf, ausgedachte Anis, die dir widersprechen. Das sind genau die Gegenstücke, die du brauchst, um dich heilig zu machen. Du musst dir diese ganzen Sichtweisen in dir die in dir auftauchen, die du bisher bekämpft hast, musst du dir wieder zu eigen machen, zusammensetzen. Das ist rote Liebe. Ja. Okay, zurück in seinem Königreich-Chat. Das ist ja der König. Ich will jetzt, die Wörter werden
hebraisieren, dann wieder zuerst einmal nachschauen, was heißt das auf Hebräisch, fasst der ältere Bruder den Plan, das Wunder des Seins, jede Nacht eine neue Frau zu heiraten. Das ist jetzt ganz interessant. Eine neue Logik. Betrachte, du lebst zurzeit in einem Leben, das eine einzige Nacht ist, von Anfang bis zu Ende. Wieso? Ganz einfach, weil du träumst jetzt. Ja. Und in dem Moment, wo du wach wirst und zu leben anfängst, dauert es genau eine Nacht. Das ist die neue Logik. Du kannst dir jede Nacht einen anderen Traum denken, aber du musst dann natürlich auch deine Logik austauschen. Das heißt, du machst dir jede Nacht eine neue Frau. Ja. Du benutzt für jeden Traum ein anderes Ego. Ja. Wirklich, ja. Betsy wird jetzt wieder sagen, ist das geil. Das ist geil. Ja. Genau. Das sind Märchengeschichten. Ich sage, du hast, wie viel tausendmal habe ich gesagt, du hast zurzeit nichts Wertvolleres wie die Märchen und die Sprichwörter. Und jetzt musst du nur begreifen, dass die von dir ausgedachten Geschichtsbücher auch nur Geschichten, Märchengeschichten sind. Extrem lehrreich. Ja. Aber zuerst einmal musst du aufhören, des Kaisers Neukleider zu sehen. Mhm. Das ist nämlich wieder, das manipuliert, indoktriniert dir nämlich diese Frau, die du zurzeit zum Denken benutzt. Genau. Mhm. Und sie morgens, in dem Moment, wo du wach wirst, wirst du die hinrichten. Das hast eigentlich genau genommen, wenn du schläfst, träumst du ja, bist du in der Nacht. Und wenn du wach wirst, wenn du in den ewigen Alltag kommst, ja, haust du die Frau wieder zum Teufel. Dann stehst du nämlich vom Bücherregal. Ja. Okay? Ja. Denn auf der ganzen Welt, so stellt er fest, gibt es keine einzige anständige Frau. Ich habe früher immer wieder gesagt, alle Frauen sind Schlampen, bis auf eine, meine Mutter. Aber das sagt ja jeder. Irgendwie. Und ihr wisst, ich habe euch ja die Geschichte erzählt, wo ich dann gesagt habe, wie ich erkennen durfte, dass meine Mutter mein Vorbild für Demut und Liebe als Kleiner immer erzogen worden, sei anständig und widersprechen kann und sei immer dieses zwanghafte geliebt werden wollen, ist der größte Fehler, den es gibt. Ja. Ich habe dann festgestellt, dass du die grausamste Frau bist, die ich je kennengelernt habe. Und dann war es jetzt erst entsetzt. Dann sage ich, du hast nämlich, du bist ganz lieb, ganz toll. Mhm. Aber ihr wisst ja, Udo sagt immer wieder, es gibt immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Mhm. Es gibt nicht so niemanden, den du nicht geholfen hast, für den du dich nicht den Arsch aufgerissen hast. Es gibt aber eine einzige Ausnahme. Du hast einen Menschen bis aufs Blut gequält mit dieser Einstellung, dich selbst. Jetzt frag dich einmal, wer dich quält, wenn du zurzeit immer wieder leiden musst. Mhm. Wenn du dich über was aufregen musst, wenn du Angst hast vor irgendwas, zum Beispiel deinen Körper zu verlieren, weil du krank bist. Mhm. Wer bestimmt das alles, dass du leidest? Das Ego. Mehr manipuliert dich eigentlich? Das Ego. Deine Frau, dein Ego. Ja. Ja. Da steht doch alles drin. Schau, hast du das gelesen? Jetzt doch, ich wieder, das hat unser Lothar reingestellt. Meinst du, der Lothar hat es so intensiv gelesen? Der muss so sein. Der Lothar ist viel tiefer, der muss ja auch seine Rolle spielen. Natürlich. Den alten Kotzbrocken und Nörgler. Aber ich habe ein paar Mal schon erwähnt, der studiert genauso lang wie die Donis und die Fittings, die Ohrenbohrungen. Der hat eine Tiefe ohne Ende, der spielt bloß eine Rolle. Ja. Hat's nicht, den habe ich das nicht umsonst reinstellen lassen und einfallen lassen. Genau. Nachdem im Volk schon fast alle junge Frauen, Jungfrauen, habe ich ein paar Mal gesagt, die junge Frauen, genau, träumende Geistesfunk, dem Opfer seiner grausamen Rache geworden sind, meldet sich jetzt die kluge Tochter des Wesirs. Mhm. Da können wir jetzt auch wieder reingehen. Da ist es satt mit drin. Da steckt unser Sodom mit drin. Ja, genau. Immer zwei Seiten. Mhm. Habe ich im Bewusstsein etwas geschlossen, rot geschrieben, oder habe ich eine raumzeitliche Öffnung? Öffnung. Das ist nämlich zum einen, habe ich so oft gesagt, ein Folterinstrument. Ja. Und eine Schiene. Da steckt ein schönes Wort Kalken drin, da schau. Ja. Gott hat sein Fundament. F-Fundament, die Facetten sind Wellen, die er sich selber überlegt und um sich herum verstreut. Magst du es bewusst oder unbewusst? Mhm. Jetzt ist ja übrigens auch das Weiß mit drin. Weil Kalk ist nämlich Weiß, das ist das Weib. Ich habe oft darauf hingewiesen, dass man hier immer wieder früher gesagt hat, wie es noch keine Farbe gegeben hat, haben die Wände gekalkt. Bitte.
Im Fränkischen sagt man die, ich habe geweiselt, geweiselt. Was nicht, gibt es bei euch in Österreich auch? Ja, selber. Ich habe geweiselt, gekalkt. Das kommt aus diesem blauen Ich, kommt dieses Ich weiß. Das nennt man kalkulieren. Das Kalkulieren kommt von dem Wissen, von dem Weiseln. Ich mache jetzt eine komplett andere Etymologie, keine chronologische, die du in den Etymologiebüchern findest. Die stimmen natürlich auch. Und das Problem ist, es wird raumzeitlich gedacht. Schon, wenn du einen Vortrag hältst und du hast eine Pixelfigur, die nur raumzeitlich spricht, ohne darauf hinzuweisen, kannst du schon vergessen, ist einfach nur eine KI, die Wissen rezitiert, so wie sie programmiert ist. Du musst erst einmal der werden, der jeden Moment bewusst ist, ich denke mir das jetzt aus. Kategorie 3. Nicht urteilen, sondern warum ist das jetzt? Weil ich es jetzt denke. Weil ich es jetzt träume, weil ich als symbolischer Träume in der Geist, wo ich mich jetzt setze, das denken muss. Was will der Meister aller Meister mir damit sagen? Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt, wenn du anfängst, so zu denken. Und vor allem die Momente, wo deine Logik, dein Ani extrem negativ reagiert, sind die besten, weil du hast du Energie, dass du weiterforschst. Ein Moment, den du fast nicht beachtest oder den du positiv siehst, den hinterfragst du nochmal. Wirst du nämlich hinter jedem positiven Moment was Negatives sehen. Und hinter jedem Negativen wirst du das Positive suchen, weil das ein Heilungsprozess ist. Jetzt ist diese Schiene, ist eine Schiene zum Heilen von Brüchen. Das ist das Positive an der Schiene. Oder das Prokrustesbett, wo du in Fetzen gerissen wirst. Ja, das glaube ich, lassen wir jetzt einmal. Das ist einmal das Erste. Jetzt schaue ich ganz, ganz kurz, wie wir in der Zeit sind. Ein bisschen können wir noch. Jetzt machen wir mal hier nochmal was. Dann hat einer reingestellt. Wir bleiben mal so interstellar. Schöne Szene. Kennt den Film. Da will ich jetzt auf was anderes hinweisen bei allen. In allen Filmen, wenn solange du glaubst, da außen sind welche, die das schreiben, die das machen, vergiss es. Ich will jetzt nicht einmal das Wort Interstellar aufdenken, das heißt, der Inter hast du mal innen und Stella sind die Sterne. Das heißt, zwischen den Sternen, wenn man das übersetzt, sind Wolken und so weiter, vielfältig, wenn du in Bücher gehst. Stella kommt letztendlich stehend. Wir haben ja auch dieses Astrologie, das steckt da alles mit drin. Aber was mir jetzt ist, was ich dir jetzt zeigen will, dass Filme, alle Namen, Nomen est omen, schon die Figuren in den Filmen, die Charaktere, der Morpheus, der Neo, das Mr. Anderson, der andere Sohn. Glaub ja nicht, dass irgendein Autor, den das einfällt, sich raussuchen kann, dass ich ihn das denken lasse und niederschreiben lasse als mein Kugelschreiber. Mit Holofeeling beweise ich dir in jedem Film, dass die Namen als Ding an sich, die Namen der Schauspieler und der Figuren, absolut arithmetisch lückenlos zusammenhängen, auch wer Regie führt, wer das Buch schreibt. Das ist das da mal hier zum Beispiel, die Regie ist Christopher Nolan. Da steht der Christ schon da. Christ, ja. Der Christus ist UB, macht es rot. Genau. Das ist die Quintessenz, die erwacht. Genau. Da steckt der Christoph mit drin. Der hat übrigens auch nicht nur Interstellar, von dem ist übrigens auch hier Inceptions. Ausgedacht. Du wirst merken, dass da immer wieder so eine Schiene ist. Nochmal, auch unser schöner Joker vom Batman. Batman, ja, Joker. Okay, jetzt ist aber interessant, du hast Christopher Nolan eigentlich Drehbuch und Regie Jonathan Nolan. Und Christopher Nolan. Offensichtlich gibt es, der Christ ist auch ein Jonathan. Schauen wir mal, was Jonathan heißt. Jonathan, hebräischer Name, kurz vorm Jahwe, bedeutet Nathan, bedeutet hat gegeben. Okay. Jonathan bedeutet, Jahwe hat es, Geck ist eben. Jahwe gab ihm das. Die Gabe Jahwes, das Geschenk Jahwes. Jahwe ist Adam und Adam ist der Denker und das Ausgedachte gleichzeitig. Alles, was du denkst, ist, weil ich dir das jetzt denken lasse. Ich spreche jetzt als UB. Alles, was du wiederum irgendwelchen Menschen zusprichst, wie oft soll ich das noch sagen? Die entstehen erst in dir, wenn du sie denkst, und dann werden die so oder so sein, das getan oder erfunden, was du dir jetzt denkst. Sie selber als Ding an sich sind bloß Gedanken.
Okay, da haben wir Nolan. Und jetzt können wir den Nolan natürlich auffächern. Mach dir die Mühe. Interessant ist, ich wollte eigentlich jetzt erst einmal die Hauptrolle. Der Typ heißt Cooper, der hier praktisch hochfährt durch ein schwarzes Loch und dann zurückkehrt und feststellt, dass in der Vorgeschichte, wenn man den Film kennt, dass er in ein Bücherregal sitzt. Macht euch das vor. Diese Metapher, die ich schon viele, viele Jahre bevor der Film ins Kino gekommen ist, habe ich diese Metapher benutzt. Ja. Und dass er dann die Bücher immer rausschmeißt und die sagen, was ist jetzt los? Ich habe gesagt, wenn ihr schon seid, ich denke, ich komme nicht aus eurer Vergangenheit als Jesus, sondern ich komme aus eurer Zukunft. Ich sage nämlich, wahrlich, eher ein Udo Böttcher war, bin auch ich gewesen. Ja. Schau mal, das beginnt schon mal mit Co. Co heißt zusammengeschmissen. Wir können ja immer bei C, denkst du an Licht, C Quadrat. Der Ja. zusammengeschmissene UB Ja, erweckt. erweckt oder erwacht in dir, wenn ich in dir auftauche. Ja. Okay? Da gibt es ein schönes Update, wo ich extrem auf das Wort Ober operieren handelt in die. Aber das ist ein zusammengeschmissenes Handeln. Ja. Die weibliche Hauptrolle, DR, die Öffnung einer Berechnung, ist die Mutter. Elia. Der Elia heißt übrigens Fettschwanz und das ist der polare Rand. Ist dabei? Ja, Wir absolut. können jetzt übrigens auch hier auf Matthew McConaughey hingehen und auf das. Ich erkläre dir das lückenlos, dass die Teile ineinander passen. Ja, na, Das geht bei funktioniert mir. übrigens bei jedem Film, bei jeder Kleinigkeit. Wir können das Ganze uns nochmal in der Matrix anschauen. Da haben wir jetzt erst einmal Drehbuch, die Wachowski. Ja. Okay, das ist ja natürlich auch schön in der Geschichte, die du dir jetzt ausdenkst, dass die zwei zuerst zwei Männer waren, dann war es männlich und weiblich und jetzt sind es bloß noch zwei minus minus. Ja. Das sind auch wieder die Filme, die machen. Aber da wird es natürlich, Produktion habe ich so oft angesagt, Joel Silver. Silver, das ist Jude, Kesof heißt wie eine Schwelle. Buch Joel, gehen wir mal ins Buch Joel schnell rein. Okay, das ist das Prophetenbuch. Da schauen wir uns jetzt ganz einfach einmal an, um was geht es eigentlich in diesem Buch, Thema des Buches. Das Thema des Buches Joel lässt verhältnismäßig einfach in einem Satz zusammenfassen. Joel prophezeit Gottes Gericht. Dass wie eine Heuschinnereckenplage herein Brich. äußeres Ich, über das äußere Ich hereinbricht. Um Gottes Gnade, wenn ich als UB in dir auftauche, sowohl zu seiner Lebenszeit auch an den Zukunft der Tage des endgültigen Gericht Gottes. Abgerechnet habe ich, abgerechnet wird im Meer am Schluss, im Einzug. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Immer. So. Das musste ja einmal gesagt werden. Einmal von dem nicht existierenden Gott gesagt werden. Danke, danke, ja. Und das hat doch nichts zu tun, einfach in die Ruhe kommen. Das ist Ja, du es. dich doch schon befindest. Ich habe dann immer wieder hier die Ruhe und bla. Ich sage, du wirst schon wieder was erreichen, was schon ist. Du musst dich wieder erinnern. Ja. Erwachen in deinem Innern. Solange du dich als Brösel siehst, erwachst du in der Peripherie, als was Ausgedachtes. Bis auf eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, wenn du jetzt wieder an deinen Kopf denkst. Dann ist der einzige Kopf, wo du innen drin bist. Das ist der blaue Kopf, der ausgedachte blaue Kopf, der dich jetzt einhält. Der bestimmt dann, ich muss das einmal von dem roten Kopf, in dem alles sich abspielt, herausspiegelt, in das rote Ich kommen, wo ich dann in einer Peripherie mir zuerst einmal einen blauen Kopf ausdenke. Ich habe ja viele blaue Köpfe. Ich kann mich jetzt zum Beispiel einen blauen Kopf denken, dass ich sage, ich denke mich jetzt einmal und bevor ich jetzt hier weitermache, müssen wir bloß ich bin du aufschlagen und diese Perspektiven sehen. Ja. Das Theaterbeispiel, wo du Ja. sitzt. Diese acht Kategorien, die man durchlaufen, zuerst einmal hier Länge, Breite, Ort, wo befindet sich der Planet? Dann gehe ich in die Sphäre des Planeten. Ich fange mal beim Universum an. Du musst erst einmal Sternenzeit, bla bla bla, Planet sowieso. Da wird jetzt erst einmal eine planetare Position ausgegeben, wissenschaftlich. Dann habe ich die Erde. Die Erde wird aber bloß als Punkt betrachtet. Jetzt muss ich mit einer Radix, muss ich jetzt die Richtung mich auf die Sphäre, auf die Erdkugeloberfläche setzen. Jetzt brauche ich noch eine Zeit dazu. Und ich sage jetzt bla 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 bla, ich sitze an dem Ort, in dem geortet, zu der Uhrzeit, an dem doch. Ja. In der und der Stuhlreihe
in der so und so vierten Reihe auf den und dem Stuhl. Jetzt habe ich Menschen um mich herum. Jetzt muss ich mich wieder ausrichten. Vorne die Bühne, das Klavierkonzert, wo ich mache. Ja. Jetzt kommt der Fokus, dass diese Ebenen, wo ich hier beschreibe, diese Qualitätsebenen, das ist ein reines arithmetisches System. Ja. Ja, ja. Fang an, dich zu interessieren, wie du funktionierst, aber erst solltest du wissen, wer oder was du bist. Ja. Ja. Und dann kommt dieses, dass dir das irgendwann einmal auf den Keks geht. Mach dir bewusst, wie sehr du noch positiv oder negativ reagierst auf Internetvideos, die du selber anklickst, weil du ja eben in dieselbe Richtung denkst. Ja. Genau. Das muss komplett sich in dir aufgelöst haben. Es darf für dich als Beobachter überhaupt nicht mehr ein Hauch von Gefühl von richtig und verkehrt und gut oder böse oder schön oder hässlich existieren. Dann bist du erst an dem Punkt, dass es Sinn macht, zu lernen, wie du funktionierst. Ja. Weil erst dann hast du diese geistige Fähigkeit, flexibel zu werden. Mhm. Solange du deine Filter eingeschalten hast, ich sage, diese Filter, kommst du keinen Schritt weiter. Ja. Es geht mir nicht um die Gedanken, um die Menschen, die du dir ausdenkst. Diese Lieblosigkeit, die gehen mir alle am Arsch vorbei, ist einfach nur volles Bewusstsein. Was willst du denn machen mit deinen Gedanken? Willst du die am Leben erhalten? Wie oft soll ich das noch wiederholen? Hm. Du bist doch zu 99,99% chronologisch, zeitlich gesprochen, bist du doch noch voll im Tiefschlaf. Ja. Es ändert ja nichts an den Bildern, wenn du das bewusst betrachtest, aber du schaust ja nur durch deine Filter, durch dein Wollen. Lichtgeschwind denken heißt transversales Denken. Das steckt in der Physik, in der Fähigkeit, der Unterschied zwischen longitudinalen Wellen und zwischen transversalen Wellen. Ja, ja. Das ist auch eine Religion, die stimmt auch. Ich habe jetzt die Frage vom Arthur, glaube ich, habe mich gefragt, ich soll mal nochmal darauf eingehen, wie sieht es aus mit Lichtgeschwind denken? Und dann soll er, müsste bloß alte Selbstgespräche anhören. Ich mache mal ein kleines Beispiel, da habe ich mehrere Beispiele. Die Sache mit dem Aufwachen. Das habe ich vergessen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich spreche nochmal und dann lassen wir es gut sein. Zuerst einmal rufen wir uns in die Erinnerung des Autobahnbeispiels. Ich bin du. Ich fange mit den ganz einfachen Kindergartensachen an. Die Grundvoraussetzung ist, wir denken uns jetzt erst einmal eine Landkarte, ein Land, eine Oberfläche aus, eine Landkarte, eine Deutschlandkarte aus. Ja. Das ist schon das erste Problem, das ist eine Metapher. Eben. Denke an den Spruch, die Karte ist nicht das eigentliche Territorium. Das Territorium wäre in dem Fall das Programm. Ja. Das ist ja schon was Ausgedachtes. Aber wir sehen, alle Städte, alle Autobahnen, alle Verknüpfungen sind gleichzeitig dargestellt. Mhm. Wenn wir jetzt aber das in der Praxis eines träumenden Geistes sehen, sieht er ja immer nur das, was auf dem Bildschirm ist. Mhm. Das heißt, diese Autobahnwege sind mehr oder weniger die Verzweigungspunkte. Du fährst immer wieder die ständig wechselnden Bilder, kommst an der Kreuzung, jetzt bietet sich die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu machen, denk, du bist in einem Videospiel, du musst jetzt eine Entscheidung treffen und dann wird das Spiel in ständig wechselnden Bildern weiterlaufen, aber die Entscheidung, die du triffst, jeden Moment bestimmt, wie es weitergeht, was du als nächstes zu sehen bekommst. Ja. Die Bestimmung liegt auch in deiner Interpretation, da taucht ein Bild auf, das ist wertfrei und du entscheidest dich, dich darüber aufzuregen. Du entscheidest dich, Angst zu haben. Du entscheidest dich, zu freuen. Du musst da wesentlich komplexer denken, wieder jetzt an unser Theaterbeispiel denken. Da gibt es ja, bis dann in die Emotionsebene geht, gibt es ja die höheren Ebenen dazu. Mhm. Worauf ich jetzt, das ist nur, dass du die Grundlage hast. Und jetzt machen wir mal das ganz einfach, auch ein Beispiel von mir. Du liest eine Zeitung. Mhm. Das heißt, wenn du die Zeitung liest, statt der Landkarte, mit den Straßen und den Städten, die du jetzt abrattern kannst, weil du ja, denk an unser Beispiel, schau dir das da du an. Wenn du die Tastatur anschaust, schaust du die Landkarte an. Ja. Aber wenn du jetzt eine Taste genauer einschaust, zum Beispiel die F12-Taste haben wir noch nicht gehabt, das heißt nämlich einfügen. Mhm. Eine Facette Gottes oder eine Facette, die in dir aufblüht, 1, 2, die musst du wieder einfügen in dich, die musst du wieder zurückholen. Mhm. Das ist ja das Verrückte, wo ich immer wieder sage. Dann fokussierst du dich in einer Landkarte auf eine kleine Stelle. Genau. Und der Witz ist, dass wenn du wirklich sehr konzentrierst an was denkst, löst sich das drumherum auf. Was aber nicht geht, sobald du dich jetzt fragst, ist dann, ja, wenn ich jetzt die Taste anschaue, ist doch die Tastatur trotzdem noch da. Schau mal, schau es an, schau mal irgendeine Taste an. Meinetwegen die F12-Taste. Mhm, ja. Wenn du jetzt von einer Tastatur mach mal ganz einfach wieder die Plus-Taste. Wenn du die Plus-Taste anschaust, okay, schau mal die Plus-Taste. Da sehen wir ja das Plus-Zeichen, wir sehen die Value und oben das kleine Sternchen drüber. Oh, ja. Da haben wir jetzt eigentlich schon das XUB-Zeichen, wenn wir oben
an dem oberen Strich ein D dran machen und an dem unteren ein U dran machen. Die große Verbindung. Genau. Und schau dir mal genau das Sternchen an. Und jetzt sage ich, Schnipp, war die Tastatur da? Jetzt ist die Tastatur wieder da. Jetzt haben wir wieder das Prinzip. Jetzt spannst du sofort einen Fokus auf. Genau. Jetzt mal drauf, worauf ich hinaus will. Wir machen jetzt einmal die Tastatur weg und du denkst dir, du liest eine Zeitung. Mhm. Sobald du an die Zeitung denkst, hast du die Zeitung vor dir, wie die Tastatur. Jetzt ist es natürlich krasser wie bei den Tasten und du machst jetzt so, du musst jetzt erst einmal hier den Fokus verengen, dass du eine schärfere Information kriegst. Das heißt, du machst die Zeitung als Blatt Papier und jetzt die hast du im Fokus und jetzt verengst du den Fokus und das ist wie ein Spot. Denk dir einfach, du wärst in einem dunklen, absolut dunklen Zimmer und du hast bloß einen ganz kleinen Taschenlampenstrahl und du rasterst jetzt die Zeitung ab. Ja. Das Dunkle drumherum ist in Krishna. Das ist im Arbeitsspeicher. Das ist Krishna. Alles, was du nicht siehst, ist in Krishna. Und wenn du das jetzt abrastest, sind übrigens Blickwinkel, kommt jedes Mal, kommt eine Anzeige in sich. Das ist dasselbe, wenn du Zeitung liest. Du fliegst über die Zeitung drüber und ich habe so oft gesagt, du wirst jetzt feststellen, alle Anzeigen, alle Überschriften, wo du nicht reagierst, die wir uns jetzt natürlich denken, darum existieren die jetzt ja. Jetzt existieren die Dinge, auf die du nicht reagierst, weil du ja das Gegenteil brauchst. Das ist Stille und Lärm. Die registrierst du gar nicht. Die sind, wenn überhaupt, für einen ganz lichtgeschwinden Augenblick da und wieder weg. Und jetzt haben wir dein Wollen. W-O-L hast du ein doppelt aufgespanntes Joch. Ich will und ich will nicht. Ich finde es gut oder ich finde es schlecht. Alles, wo du entweder positiv oder negativ reagierst, bleibst du stehen und schaust dir das für einen kleinen Moment zumindest länger an. Machst aus den Worten Vorstellungen und klitscht dann wieder in die Zeitung. Ganz kurz nur, dann entscheidet sich irgendwer, was, ja, der dich manipuliert, dein Ego in dir, ob du da weiterliest, ob du dich mehr damit beschäftigst, mit diesen Gedanken. Ja. Dann kannst du voll in den Artikel reinfallen, dann ist die Zeitung und das andere sowieso weg. Dann wirst du aber am Ende des Artikels dich wieder aufzoomen, in die Zeitung wieder, zumindest erst einmal den Artikel, dich weiter und den nächsten Artikel holen. Ja. Alles, wo du positiv und negativ reagierst, das existiert, ich sage mal, eine Zeitspanne länger in dir. Okay, klar. Nicht chronologisch denken. Da werden länger Einzelbilder konstruiert durch Auslegung. Jetzt. Alles, was dich überhaupt nicht interessiert, existiert eigentlich genau genommen überhaupt nicht. Nein. Ich sage, wenn es aufblitzt, dann sind wir wieder und jetzt mache ich den Sprung. Du fährst täglich auf die Arbeit, meinetwegen, du fährst täglich über dieselbe Kreuzung. Existieren an der Kreuzung irgendwelche Wegweiser, Münden? Jetzt, sobald du denkst, denkst du an die Wegweiser. Denk immer wieder dran, hast du die letzten 5 Minuten an deine Brille gedacht, Toni? Jetzt sage ich zu dem, der mich jetzt ausdenkt, hast du die letzten 10 Minuten an deine Ohren gedacht? Jetzt denkst du dran, die kannst du nicht einmal spüren. Weißt du gar nicht, dass der Udo hier so einen Scheiß erzählt, wenn ich geordnet hätte, hätte ich ja jetzt die ganze Zeit nicht zuhören können. Das ist normales Denken. Das ist es, genau. Du hörst Sachen, die du überhaupt nicht hörst. Du siehst Sachen, die du überhaupt nicht siehst. Du meinst, du hörst jetzt einen Menschen zu, obwohl du bei vollem Bewusstsein hörst, da ist kein Mensch, der spricht, nicht ein einziger. Du siehst auch keine Menschen. Das lehrt dich Holofeeling. Das habe ich vor 2000 Jahren schon gesagt, hier und jetzt gedacht und ich sage es nochmal, bloß ganz anders, wesentlich präziser, wesentlich genauer. Ja. Und dieses Ich vor 2000 Jahren ist eine Märchenfigur von mir. Das ist eine Rolle, die ich gespielt habe. Jetzt. Es ist immer jetzt. Ja. Die Welt ist immer irgendwie vollkommen. Tausendfach erzähle ich, gehe in die 70er Jahre, das ist die Welt gewesen wie jetzt, wo es keine Computer, keine Handy gegeben hat. Jeder, der das erlebt hat, muss sich das eingestehen, dass er überhaupt diese Sachen überhaupt nicht vermisst hat, nicht im geringsten. Da hast du andere Sachen vermisst. Ja. Zum Beispiel tolle Hemden wie der John Travolta mit so großen Krägen und solche Haare. Man will immer irgendwas haben, was man nicht besitzt. Obwohl du es doch eigentlich besitzt, wenn du es dir nicht ausdenkst. Das bringt den Frieden. Das ist es. Jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein. Wir lieben dich unendlich. Ido. Ido, sonst würde ich das ja nicht alles machen. Ja. Danke. Sagen, meinst du, ich würde mal für einen Gedanken von mir den Arsch so aufreißen? Und das kann man dann durchaus auch auf dieser Brüsselebene leben in der Rolle. Genau. Es ist eine andere Qualität. Diese Kiste hat eine komplett andere Qualität. Ja. Und einer, der nur Feindbilder hegt und nur in Einseitigkeiten hängt,
die Rolle weiterspielen. Das ist der Widerspruch, wo man total ins Verzweifeln kommt. Ich sage, du wirst, solange du ein blaues Ich hast, wirst du Entscheidungen treffen müssen, die einseitig sind, die dich in die Kategorie 2 oder die Kategorie 3 führen. 1 führen, 1 und 2, These, Antithese. Mhm. Ein ewiges Hin und Her, bis du anfängst, die Balance zu halten, und dann wirst du immer ruhiger werden. Das schwingt immer weniger. Das ist wie unser Büp, Büp, Büp. Das ist das Hinken. Das ist der eigentliche Puls, dass der jetzt erst einmal der Gleichmäßigkeit richtig schlagen. Die logischen Law. Eine Gleichmäßigkeit, dass alles gleich viel gleichwertig wird. Ja. Mhm. Dann wirst du merken, dass du inspiriert wirst. Ich komme dir dann sowas vor entgegen. Mhm. Das ist aber was Intimes. Ja. Man kann nicht welche Ball haben lassen, dann können sich wieder welche drüber aufregen. Das ist nur die Präzision, wirklich immer wieder. Das Einzige, was ich von dir fordere, dass du, wenn du merkst, du glitschest weg, bloß wenn du weggeglitscht bist, dann ist kein Bewusstsein mehr da. Ach, das ist es. Und dann kommt wieder dieses, wie oft, da gehe ich nicht Nummer 3 hoch, da bin ich wieder neben mir gestanden. Ja, ja, ja. Sagst schon, wenn du das denkst, hast du schon wieder nicht verstanden, dass du nie in der Vergangenheit neben dir gestanden bist. Du musst jetzt neben dir stehen, im Meer. Beobachten. Und dich ständig beobachten, wie du dir wieder einredest, dass du in der Vergangenheit nicht aufpasst hast. Genau. Und das kannst nur du. Ja. Deine Gedanken werden das automatisch machen, wenn du der Erste bist. Das ist dieses Stepperbein-Beispiel. Ja. Mhm. Die haben keinen Einfluss drauf. Das heißt, nicht versuchen, Figuren von irgendwas zu überzeugen. Das ist eben, darum sage ich immer, will ich erklären, den, der mich jetzt, ich bin in dir eine Figur, die Donis sind jetzt in dir eine Figur. Ja. Und der, der jetzt vom Computer sitzt, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, ist jetzt auch, wo war der jetzt wieder, bevor ich das angesprochen habe, wenn du sehr aufmerksam diesen Gedankengängen, das sind doch deine Gedankengänge, die du jetzt hörst. Es sind doch deine Informationen. Absolut. Ich sage, du kannst jetzt eventuell je nach Reifestufe wieder merken, wie dein Ego sich aufbäumt oder Angst kriegt. Wahnsinnige Angst kriegt, weil es ist der Tod des Egos. Mhm. Tod jetzt. Ja, als Vernichtung ja. betrachtet. Ist ja auch eine Auslegung von dem Wort Tod. Genau. Eine Auslegung. So viele Auslegungen. Genau. Okay. Wir rufen nachher noch einmal kurz. Nee, wir können das gleich machen. Ja, warte ein bisschen. Ich sage aber Tschüss zu dem Brösel. Ja. Und jetzt wollen wir ihn hier weiterspielen als Geist.